Ist Glauben sinnvoll? Das Leben ist eine ständige Lüge. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, das spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community. Fühlt euch umarmt und gedrückt. Und zwar ziehen wir uns ein Video rein von Interessante Welt. Und zwar heißt das Video, ist Glauben sinnvoll? Ich habe mir die ersten paar Sekunden reingezogen und ich finde das ein sehr, sehr spannendes Video, glaube ich. Also die ersten Sekunden waren für mich auf jeden Fall vielversprechend und deswegen habe ich mir gedacht, reagieren wir darauf im Stream. Ja, Mann, Alter. Daumen nach oben da lassen, Kommentärchen schreiben, Kanal abonnieren. Die Links in der Beschreibung mal anklicken. Rumble-Kanal ist verlinkt, Twitch ist verlinkt, Discord ist verlinkt für Videovorschläge. Wäre ich euch dankbar, wenn ihr da mal ein paar neue Videos reinschickt. Und jetzt würde ich sagen, es geht los. Wird spannend, Freunde. Ja? Bleibt am Ball. Die folgenden Gedankengänge könnten bei einigen Menschen ein bedrückendes Gefühl auslösen. Das Leben ist eine ständige Lüge. Du arbeitest 40 Stunden in der Woche, um die Grundbedürfnisse zu befriedigen. Das machst du vielleicht mehr als die Hälfte deines Lebens. Doch was bringt es? Was bringt es, wenn es heute nichts mehr wird? Mit anderen Worten, wenn es morgen auf einmal vorbei ist. Alles, was du besitzt und die Zeit, die du dafür verbrauchst, um Dinge auf dieser Welt noch zukünftig zu besitzen, sind im Endeffekt nichts wert. It's true. Das ist true. Wir jagen unser ganzes Leben lang Dinge, die wir nicht mit ins Grab nehmen können. So. Und das muss man sich halt bewusst machen, weißt du? Und wenn du dich mit dem Thema Bewusstsein auseinandersetzt und deinen wirklichen Kern findest als Mensch so, dann hast du auch Ziele und möchtest Dinge erreichen, die über das hinausgehen, über diese materialistischen Dinge hinausgehen, die wir als Menschen alle irgendwo jagen, so, weißt du? Und wenn du deine Bestimmung lebst und wenn du dem folgst, was dein Herz dir sagt und was deine Aufgabe hier ist auf der Welt, kann es natürlich sein, dass du dadurch auch viel Materialismus bekommst, aber das ist nicht die oberste Priorität. Und das sehen viele Menschen meiner Meinung nach falsch. Die nehmen als obere Priorität, Geld zu verdienen, Geld zu machen, materialistisch erfolgreich zu sein und fangen dann danach vielleicht irgendwann an zu merken, dass das nicht alles ist und dass das die nicht wirklich erfüllt und dann fangen sie an, sich mit ihrer wahren Bestimmung auseinanderzusetzen. So. Aber unsere oberste Priorität sollte immer sein, unseren Menschenkern zu finden und das zu machen, für was wir berufen sind. So. Und ich sage dir, wenn du das findest und das lebst, dann wird das alles, was die meisten jagen, von alleine zu dir kommen. Und du wirst immer so viel bekommen und so viel haben, wie du brauchst, um diese Aufgabe weiter zu erledigen. So. Weil ich glaube an Gott, ich glaube daran, dass du eine Bestimmung in dir trägst und dass du diese leben musst und dass Gott dann dir die Dinge gibt, die du brauchst. Und damit muss man sich auch ab irgendeinem Punkt mal zufrieden geben, so, weißt du? Und dankbar dafür sein, dass du überhaupt noch einen Tag weiter auf dieser Welt leben kannst. So grundsätzliche Sachen, die dein Verständnis vom Leben verändern werden. Denn danach siegt, was auch immer kommen mag, die Unendlichkeit. Wenn nach dem Tod nichts kommen sollte, wir als Menschen also einfach ausgelöscht werden, dann existiert für uns streng genommen keine Zeit mehr. Aber weil wir uns nichts anderes vorstellen können als einen Zeitverlauf, könnte man dies so als eine Art Unendlichkeit betrachten. Wir sind für Außenstehende bzw. für eine unendlich lange existierende Außenwelt unendlich lange tot. Du hast in Summe quasi überhaupt nicht existiert. Das ist krass. Das ist krass, oder? Du hast in Summe überhaupt gar nicht existiert, Bro. Deswegen ist ja die große Frage, meine lieben Freunde, die man sich hierbei stellen sollte, ist es wirklich so, dass du nach dem Tod für immer weg bist und dass nach dem Tod nichts kommt? Ich wage es zu bezweifeln. Ich weiß es natürlich nicht, weil ich nicht tot bin. Ich kann es nur fühlen und mein Gefühl sagt mir, dass wir mehr sind als der menschliche Körper und dass wir mehr sind als materiell. So, wir haben etwas in uns, was nicht materiell ist, so, und das bleibt für immer. So, wer von euch glaubt, dass nach dem Tod nichts ist? Eins in den Chat. Wer von euch sagt, nach dem Tod geht's weiter? Zwei in den Chat. Und da muss man sich fragen, ob das sein kann.
Was bedeutet die Unendlichkeit wirklich? Die Unendlichkeit kann auch die Zahl 100 Billionen unendlich klein aussehen lassen, denn sie hat kein Ende. Die Zahl 1 mit einer Million verglichen ist... Ein Einser bis jetzt. Es geht safe weiter. Extrem klein, ja, aber die Differenz ist endlich. Wenn die Zahl 50.000 dein Leben darstellen würde und eine Million den Tod, könnte man sich denken, okay, es ist bei dieser Relation noch etwas wert. Denn der fundamentale Unterschied ist in diesem Beispiel, dass der Tod hier ein Ende hat. Auch wenn die Vorstellung etwas Paradoxes hat. Denn der Tod ist ja schon das Ende. Und eine Million Mal Ende ergibt keinen Sinn und würde bei nicht viel mehr bewirken als einmal ein Ende. In Wirklichkeit gilt nämlich, dass nichts besitzt keine Zeit. Wir gehen davon aus, dass Zeit und Raum erst durch den Urknall entstanden ist. Wenn du davon ausgehst, dass das Leben mit dem Tod vollständig vorbei ist, dann musst du annehmen, dass es kein Bewusstsein, kein Empfinden, keine Wahrnehmung der Zeit mehr gibt. Ungefähr vergleichbar mit dem Schlaf, ohne zu träumen und zwischendurch aufzuwachen. Der Schlaf ist eine Art Vorgeschmack für den Tod. So sehe ich das auch. So sehe ich das auch. Und ich bin überzeugt davon, dass im Schlaf, also jeder weiß es ja, dass wir träumen im Schlaf, dass Dinge passieren. Dass wir Dinge wahrnehmen. Die einen können sich daran erinnern, die anderen nicht so. Ne? Aber es passieren auf jeden Fall Dinge. Aber du liegst einfach nur in deinem Bett. Und es passiert im echten Leben, passiert eigentlich gar nichts. Aber es passiert trotzdem was. Wie willst du das erklären? Weißt du, wie ich meine? Ich finde, dass das alleine, der Schlaf ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir nach dem Tod niemals einfach verschwinden. Niemals. Und ich bin auch überzeugt davon, dass wir, ja. Ich habe mir letztens nochmal den Talk mit Kurt Tepperwein reingezogen und den würde ich euch gerne auch ans Herz legen. So, falls ihr den noch nicht gesehen habt, müsst ihr mal gucken auf meinem Hauptkanal Kurt Tepperwein Leon Lovelock. Ich bin überzeugt davon, dass da sehr viel Wahres dran steckt, was er da erzählt. So, weißt du? Ich bin überzeugt davon. Und ich habe das Gefühl, dass es wirklich so ist, dass wir im Endeffekt ein kollektives Bewusstsein sind und dass Gott auch eigentlich alles ist und dass wir Seelen quasi auf die Erde geschickt werden und das oberste Ziel eigentlich ist, zu realisieren, wer wir im Kern eigentlich wirklich sind. Das ist das oberste Ziel von uns allen. Dass wir realisieren, dass wir Bewusstsein sind. Dass wir realisieren, dass wir alle miteinander zusammenhängen. Dass wir realisieren, dass wir nicht unser menschlicher Körper sind, sondern dass es mehr gibt als das so. Weißt du? Und ich glaube, das ist das Ziel. Deswegen schickt er immer wieder Teile von sich in die normale, duale Welt rein, damit wir das hier wieder realisieren. Weil in der Vollkommenheit kannst du das halt nicht verstehen. Du kannst es nur verstehen in einer Welt, wo es auch zur Vollkommenheit eine Unvollkommenheit gibt. Und das ist ja das Leben, was wir hier gerade leben. So, und in dieser Unvollkommenheit und Vollkommenheit, in diesem Yin und Yang, können wir realisieren, was wir eigentlich wirklich sind, weil es das Gegenteil davon gibt. So. Und wenn du das mal richtig verstanden hast, also ich habe zum Beispiel auch dann im Nachhinein viele andere Dinge erst richtig verstanden, als ich das mal so einfach als die angenommen habe, so, weißt du? Und gesagt habe, okay, wenn das so ist, wie ist dann die Perspektive auf mein Leben oder auf gewisse Dinge so? Und dann machen ganz viele Dinge, also wenn du die Perspektive annimmst, machen ganz viele Dinge auf einmal Sinn so. Das ist auf jeden Fall mein aktueller Wissensstand so. Ich weiß, viele können da nicht mehr mit, kommen da nicht mehr mit dem, was ich meine so, aber ich feiere das. Das bedeutet rein logisch, dass wenn du 10 hoch 80 Jahre auf der Erde leben würdest, würdest du der Unendlichkeit nicht ein Stück näher kommen. Und es wäre rein logisch, nicht vernünftig in dieses Leben zu investieren. Diese Zahl kennt man übrigens aus der Schätzung der Anzahl der Atome im gesamten Universum. Eine 1 mit 80 Nullen. Eine Zahl, die wir vielleicht niemals wirklich verstehen werden. So viele Jahre, aber danach kommt die Unendlichkeit. Die Unendlichkeit besiegt alles. Eine andere Art der Verdeutlichung ist,
Wenn du irgendeine Zahl, beispielsweise die 1, durch eine extrem große Zahl teilst, wird fast 0 rauskommen. Auch wenn die Zahl astronomisch groß ist, wird nie genau 0 rauskommen. Es wird immer etwas Winziges übrig bleiben. Das ist so geil, ich finde das Video so stark aufgebaut, sage ich euch ehrlich. Wenn du eine Zahl aber durch unendlich teilst, kommt 0 raus. Somit gewinnt die unendliche Zeit nach deinem Tod immer, egal wie lange du lebst. Einer hat gerade geschrieben, das fand ich schön, am Grab oder Baum meiner Liebsten spüre ich, dass sie da sind. Das fühlt man. Dafür brauche ich keine Erklärung. Stark. Stark, Bro. Ich habe ein bisschen Gänsehaut. Dazu musst du halt fühlen können, weißt du, wie ich meine? Und das ist halt eine sehr wichtige Geschichte. Und das kennt jeder von uns, der jemanden aus der Familie hat oder jemanden, der ihm nahestand, verstorben ist. Das hört man immer wieder, dass gewisse Dinge passieren oder sogar Nachrichten geschickt werden und so. Und das ist real. Weißt du, was ich meine? Das ist echt. Du spürst diese Menschen noch. Die sind noch irgendwo da. Vielleicht nicht mehr in der materialistischen Welt, aber in einer anderen, höheren Ebene gibt es diese Menschen noch. Und deswegen sollte man auch keine Angst vorm Tod haben oder Angst davor haben, dass Menschen sterben. So. Ja, das macht was mit uns. Ich weiß, es löst auch Trauer aus, aber wir dürfen nicht, also ich glaube nicht daran, dass diese Menschen einfach gehen. Nein, die sind auf der anderen Seite, die sind zu Hause. So. Und die sehen dich immer noch. Und die sind immer noch mit dir auch. In deinem Herzen sind sie immer da. Sowieso. Ich spüre auch, ja, mit Menschen, mit denen du eine krasse Verbindung hast, du spürst die auch, egal wie weit ihr voneinander entfernt seid oder wie lange ihr euch nicht gesehen habt. So. Und das zeigt einfach, dass unsere Seelen auf eine Art und Weise miteinander verbunden sind. Und diese Verbindung geht nicht, wenn einer von uns stirbt. So, das ist alles das Vernünftige, Logische. Doch der Mensch ist nicht einfach vernünftig und logisch entscheidend. Letztlich bestehen wir nicht aus Nullen und Einsen. Wir haben Gefühle, Emotionen, Hoffnungen. Wir wissen alle, dass der Tod so mächtig ist. Aber wir tun es trotzdem. Wir investieren in diese Welt, arbeiten fast das ganze Leben lang, um ein Stück Glück zu genießen. 40 Jahre gearbeitet, um sich zurückzulehnen und einfach nur etwas Ruhe zu haben. Und dann? Kaum 2 Wochen vergehen, bis die nächsten Probleme auftauchen. Irgendeine Trauer, eine Krankheit oder sonst was. Hier findest du niemals grenzenlose Glückseligkeit. Natürlich bedeutet das nicht, dass du dein Leben komplett wegschmeißen sollst. Wir sind nun mal hier und haben unsere Aufgaben. Das ist eine Erfahrung, die du machst, aber wenn du diese Perspektive annimmst und dich nicht so extrem damit identifizierst, dann ist das Leben auch viel lockerer und die Erfahrungen, die du machst, kannst du viel besser für dich aufnehmen. Weißt du, was ich meine? Und diese Erfahrungen genießen und das nicht alles immer so ernst nehmen und dann Angst davor haben, dass du irgendwann keine Erfahrungen mehr machen kannst und so. Nein. Du brauchst keine Angst davor zu haben. Um diese zu erfüllen, müssen wir natürlich arbeiten, Geld verdienen und so weiter. Doch nicht, um 70 Jahre das Leben zu genießen und dann aus der Bildfläche zu verschwinden. Dafür ist diese Welt nicht gemacht. Die Umstände lassen es nicht zu. Es fängt schon ganz einfach an. Du kannst etwas essen, doch nach ein paar Stunden beschwert sich dein Magen. Du kannst nichts ohne Gegenleistung tun. Jedes Glück hat seinen Preis. Ist das wirklich so? Stellt euch mal folgendes Extrembeispiel vor. Wir wollen hier das perfekte Leben erreichen. Einen Menschen, dem es hier immer gut geht. Stellt euch vor, die ganze Welt spielt mit und versucht, einer Person endlos Glück zu geben. Hätten wir es geschafft? Immer noch nicht. Irgendwann hast du von allem genug. Sobald man ein bestimmtes Level an weltlichen Mitteln erreicht hat, strebt man schon das nächste Level an. Facts. Selbst die teuersten Autos, Häuser bringen es irgendwann nicht mehr. Deswegen machen die Leute, die wahre Glückseligkeit erreichen wollen, genau das Gegenteil. Die ziehen sich aus dieser weltlichen Welt zurück. Aus dieser materialistischen Welt und gehen 3 Jahre lang in irgendwelche Retreats und meditieren. 3 Jahre lang mit keinem Menschen reden, kein Materialismus. 20 Stunden am Tag meditieren, 2-3 Stunden schlafen. So. So erlangen die das und nicht durch Geld und durch Materialismus und diese ganzen Sachen, so weißt du? Es geht darum, dich selbst zu realisieren. Das ist die höchste Aufgabe für jeden von uns. Davon bin ich überzeugt. Abgesehen davon,
Ständig Positives zu erleben funktioniert nicht. Alles hat seinen Gegenwert. Wer Leid nicht erlebt hat, weiß das Leben nicht zu schätzen. Es reicht wohl nicht aus, nur dem Körper seine Nahrung zu geben. Scheinbar muss auch die Seele gefüttert werden. Doch wie? Ist die Seele etwas Materielles? Scheinbar nicht. Bisher konnte kein Atom der Seele wirklich nachgewiesen werden. Was ist dann die Seelennahrung? Wenn wir nur ein Körper wären, ohne Seele, dann wäre es vollkommen egal für das gesamte Existierende, ob wir auf der Welt wären oder nicht. Die Ergebnisse der Quantenmechanik zeigen uns, dass der Beobachter für die Existenz der Erde eine wesentliche Rolle spielt. Ja, da haben wir uns auch schon mies mit auseinandergesetzt, meine lieben Freunde. Bewusstsein wären wir einfach irgendetwas, das in diesem 13,7 Milliarden Jahre alten Universum rund 80 Jahre da wäre und dann nicht mehr. Im Vergleich zum ewigen Nichts, also nichts wert. Wir wissen, dass der Tod für uns eine riesengroße Rolle spielt. Jedes Leben den Tod garantiert schmecken wird, doch wir versuchen ihn trotzdem zu ignorieren. Der Glaube daran, dass wir nach dem Tod einfach weg sind, der nimmt ja Überhand. So, ne? Immer mehr Menschen glauben daran und das ist mit ein Grund, warum man uns Menschen überhaupt Angst machen kann auf allen Ebenen. So. Das wird genutzt, um uns in dieser Ängstlichkeit zu behalten und uns zu kontrollieren und zu steuern und unsere Energie auszunutzen, wie in dem Film Matrix. So. Als Arbeitskraft das ganze Leben lang irgendwas jagen und dann sterben und eigentlich davon nichts mitzunehmen. Wir haben Angst davor, deswegen jagen wir die ganze Zeit irgendwas. Das ist eine Sache, wenn alle Menschen verstehen würden, dass der Tod nicht das ist, was man uns beibringt, so, dann würden wir ganz anders leben. Spielt das mal durch im Kopf. Bisher sind wir von dem Gedanken ausgegangen, dass es genauso kommt, wie es aussieht. Wie würdest du handeln und wie würdest du durchs Leben gehen, wenn du keine Angst mehr hast vor nichts? Der Tod ist die ultimative Angst, die wir Menschen haben, so. Wenn du davor keine Angst mehr hast, hast du vor gar nichts mehr, hast du Angst so. Wie würdest du dein Leben, wie würdest du reden, was würdest du tun? Fast jeder von uns hier im Chat, ich auch, na, ich komme langsam dahin, aber ich bin noch nicht da, würde anders leben. Jeder von uns. Und würde andere Dinge tun, würde andere Dinge sprechen, wenn er keine Angst mehr hätte. Und dass nach dem Tod das reine Nichts kommt. Der Körper stirbt und das Gleiche denken wir über die Seele. Weil der Mensch nach dem Tod leblos erscheint. Doch wie kann man denken, dass etwas nicht mehr da ist, wobei man dieses Etwas vorher auch nicht gesehen hat? Wenn du bemerkst, dass dein Nachbar nicht mehr im Haus ist, gehst du sofort davon aus, dass er tot ist? Oder könnte es nicht sein, dass er einfach umgezogen ist? Heutzutage wird der Unglaube als wissenschaftlicher, moderner und sinnvoller verkauft. Wichtig. Rein logisch ist es immer sinnvoller, einen Glauben zu haben, anstatt keinen zu haben. Das ist überraschend, aber so ist das Wesen des Todes und des Glaubens. Durch den Glauben an eine Religion kannst du nichts verlieren. Denn wenn dem nicht so ist und es kommt nichts nach dem Tod, hast du nichts verloren. Denn die Unendlichkeit des Nichts gewinnt. Alles, was du erlebt hast, ist sowieso nicht mehr spürbar, quasi nicht existent. Der nächste Fall ist, wenn du nicht glaubst, könnte es sein, dass dich das Leben nach dem Tod komplett mit dem Ablauf überrascht. Dann gibt es noch den Fall, dass du an das Nichts glaubst und es kommt auch nichts. Aber dann gilt wieder dasselbe wie im ersten Fall. Das Erlebte kannst du sowieso nicht mehr nachempfinden. Nun kann es auch sein, dass du an einen Verlauf glaubst und es kommt anders, als du gedacht hast. Das ist nochmal ein anderes Thema. Dieses Gedankenexperiment soll... Wer von euch glaubt an irgendwas? Das würde mich mal interessieren. Eins in den Chat, wenn ihr glaubt. So, es ist auch egal was, aber dass ihr irgendeine Art von Glauben habt, so. Wie das Leben funktioniert, was das Leben bedeutet, was Gott bedeutet, was Universum bedeutet, also dass ihr an irgendwas glaubt.
Oder zwei, wenn ihr sagt, ich glaube an nichts. Nur zeigen, dass tendenziell der Glaube keine Nachteile bringt. Irgendwann, egal wie schön oder wie... Krass, Free Engel glaubt an nichts. ...echt auch dein Leben ist. In einem Moment, in dem du es nicht erwartest. Vielleicht auch erwartest, aber höchstwahrscheinlich nicht erwartest. Wird es soweit sein und deine Seele wird deinen Körper verlassen. Vielleicht wird es der Moment sein, an dem deine Zirbel... Okay, fast der ganze Chat, also die, die aktiv hier mitmachen, glaubt an etwas. So, außer eine Person. ...drüse ganz besondere Stoffe ausstoßt, wie es einige vermuten. Denn es passiert etwas ganz Besonderes. Quasi das einzig Wahre, das dich bestimmt. Das, was die Botschaft nach 115 Folgen dieses Kanals war. Dein Leben nimmt ein Ende. Dann stellt sich die Frage, was macht deine Seele? Wohin geht die Reise? Ist das hier nur ein kurzer Aufenthalt gewesen? Dein Körper wird hier nicht lebend rauskommen. Doch deine Seele, die jetzt gerade darüber nachdenken kann, hat noch die Fähigkeit, sich dem Tod bewusst zu sein, sodass vielleicht noch Zeit ist, etwas am Umgang mit diesem Schicksal zu ändern. Crazy. Crazy Video. Ich feiere auch den seine Outros und so. Ich finde, der baut das schön, seine Stimme und so, der baut das gut auf, ne, Freunde? Na komm, knallt mal was in den Chat rein, wenn ihr es auch gefühlt habt, so. Das sind so Sachen, wenn ich darüber rede und wenn ich mich damit beschäftige, dann geht es mir irgendwie gut. Ich habe das Gefühl, dass das auf jeden Fall auch so ein großer Teil von dem ist, was ich tun soll. So mich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen und das versuchen an Menschen heranzutragen. Beziehungsweise einfach nur, ich will gar nicht meine Ansicht der Dinge anderen Menschen aufzwingen, aber ich möchte dafür sorgen, dass Menschen sich über diese Art von Dingen Gedanken machen. So. Anstatt über Beef mit einem anderen YouTuber oder irgendwelche TikToks oder irgendeine Scheiße so, dass sie sich mit diesen Dingen auseinandersetzen, weil ich glaube, dass das viel mehr wert ist als die meisten Dinge, mit denen wir uns heutzutage auseinandersetzen. So. Bester Mann, ist das der Typ hier unten hier? Interessante Welt? Bro, mit dem muss ich mal einen Talk machen, ich schwör's dir. YouTube, eure Gedanken dazu wie immer unten in die Kommentare rein. Und schreibt mal gerne auch dazu rein, ob ihr Bock hättet, mit ihm mal einen Talk zu sehen. Ich glaube, wir sind auf einer ähnlichen Wave unterwegs. Feier ich.